herzlich willkommen zu einer neuen Map-Vorstellung, und zwar mit mir, dem Mr. Bauer. Wir schauen hier vom südöstlichen Ende auf die Maple Farm in der Version 1.0, und zwar vom Modder-Team rund um Luke 159, aka Cavalier Roy, Farmer Dad, Stardog, Hodge und Stu. Diese Maple Farm widerspiegelt eine fiktive Landschaft in Irland. Also man sieht, es ist sehr schön grün, so wenn man sich die irischen Grasflächen vorstellt. Die Map stellt sich zusammen aus 127 Feldern, 7 vorgefertigten Farmen, die besetzt werden können, und ein großes Forstwirtschaftsgebiet, und auch alle Produktionsstätten seien verbaut worden. Natürlich darf die BGA nicht fehlen, die wird natürlich hier auch präsent sein. Die 7 Farmen sind fest verbaut. Also wenn ich im neuen Farmer-Modus starte, dann sind die genauso verbaut, wie wenn ich im Farm-Manager-Modus starte. Die sind fest verbaut und die schauen wir uns im Detail an. Damit die Karte korrekt funktioniert, braucht ihr den Mod More Animal Husbandries Possible 64. Den Link findet ihr in der Beschreibung darunter. Lass uns loslegen, und zwar machen wir erstmal einen generellen Flyover. Ich gehe da ein bisschen weiter hoch. Wie gesagt, südöstliches Gebiet hier. Wir gehen dann später nochmal genau darauf ein. Wir haben hier eine der Farmen, die fest verbaut sind. Die schauen wir uns dann im Detail alle an. Dann haben wir hier einen kleinen See, einen Teich. Die einzige natürliche Wasserquelle, also ohne dass hier kann man Wasser holen, ohne dass man irgendwie einen Tank hinstellen muss. Also Wasser umsonst hier gleich unten in der Mitte. Dann haben wir hier die verschiedenen Produktionsstätten verbaut. Ihr seht, die Felder sind nicht alle schon quadratisch, sondern sie haben natürliche Formen. Zum Teil also eine gemischte Art. Hier unten ein erstes Forstwirtschaftsgebiet, und dann kommen wir schon zu der zweiten verbauten Farm. Wir sehen uns die dann gleich im Detail mal an. Ne? Also es sieht so aus, als ist die Map sehr schön ausgearbeitet worden. Also sehr viel Liebe im Detail zum Detail an sich. Also es ist sehr überdacht. Während wir hier über den nächsten, die nächste Farm, die vorgefertigt ist, darüber fliegen. Dann haben wir hier schon die nächste Farm, hier unter mir. Dann haben wir hier einmal eine kleine Farm, also die ist, so wie ich denke, erstmal für den Ackerbau gedacht. Hier wieder ein paar Produktionsstätten. Dann fliegen wir mal Richtung Zentrum der Karte rein und kommen gleich hier auch schon zu der nächsten größeren Farm. Also das ist wahrscheinlich eine der größten Farms, die verbaut worden ist oder die verbaut worden sind. Dann haben wir hier die BGA. Hier auch noch eine Farm. Und überall die Produktionsstätten, die verbaut worden sind. Hier unter mir, ich glaube, wenn ich nicht ganz irre, ist das der Shop, also der Händler. Wenn ihr als neuer Farmer startet, dann findet ihr hier eine ganze Reihe von Equipment. Im neuen Farmer-Modus gibt es keinen Hof, der fest vergeben ist. Also es ist, ihr habt zwar das Equipment da beim Händler stehen, aber noch keinen Hof, der euch gehört. Also es ist nicht so, wie das standardmäßig ist, dass ein Hof zugeteilt ist und auch ein Stück Land, sondern das ist hier alles komplett zum Frei, wie ihr das
starten möchtet. Ne? Ideal ist diese Karte natürlich vor allem für die Spieler, die gerne Multiplayer spielen und aber auch nicht mit den ganz großen Werkzeugen arbeiten möchten. Also hier ist meines Erachtens alles, was über dem mittelgroßen Traktor ist, zu groß. Die Höfe sind ziemlich eng verbaut, als sehr platzsparend, aber wirklich auch sehr schön und sehr überlegt. Okay, wir gehen wieder ans Südostende und gehen dann der Reihe nach durch die Farmen durch, die verbaut worden sind. Und zwar starten wir gleich mit dieser hier. Das heißt, ich nehme mal den Fallschirm raus und stürze mich mal in die Tiefe. Wir schauen uns erstmal die Karte an. Also, das ist die Karte mit den 128 oder 127 Feldern, die erwähnt sind. Auch hier oben seht ihr ganz schön ein ganz großes Forstgebiet. Also rundherum und das ganze, der Nordteil der Karte ist völlig verwaldet. Da gibt es einen Fleck Waldstück zwischen dem Feld 71 und 82. Und wie schon erwähnt beim Rundflug unten links, das heißt südwestlich, noch einmal eine große bewaldete Fläche. Auch zwischendurch gibt es immer wieder mal kleinere Waldstücke, die zu bewirtschaften sind. Wie wir so auf den ersten Blick sehen, ist es so, dass hier die Produktionsstätten bebaut sind. Also die Zuckermühle, die Getreidemühle, die Müslifabrik, die Spinnerei, die Säge, die Traubenverarbeitung, die Schreinerei, die Molkerei, die Schneiderei, die Ölmühle, also eigentlich alle, die Zuckerfabrik habe ich schon erwähnt und dann hier mittendrin die BGA. Ja? Wie gesagt, wir sehen hier, wenn ich hier auf Land gehe, haben wir kein Stück Land, das uns zugeordnet ist. Wir müssen halt uns jetzt überlegen, wo wir starten möchten. Also sehr viel Freiheit zum Hof-Selbstbau gibt es nicht. Es sei denn, du wirst alles abreißen. Ich finde es aber eigentlich schade, weil hier sehr schön verbaut die Sachen verbaut worden sind. Wenn wir uns sagen, dass wir jetzt, sagen wir mal, diesen Hof hier kaufen, das heißt, wir müssen diese beiden Stücke kaufen. Hoffen wir mal das eine. Dann sehen wir, dass wir jetzt, dass plötzlich der Schweinestall hier erscheint. Der ist vorher auf der Karte so nicht sichtbar. Den nehmen wir das zweite Stück Land auch noch dazu, damit wir den ganzen Hof haben. Ihr seht, die Preise sind moderat. Das sind eine knappe Hektare, das sind 51.000. Hier sind es knappe 2 Hektaren und das sind knappe 115.000. Also jetzt haben wir uns mal diese beiden Stücke gekauft. Jetzt können wir sehen, dass zu diesem Hof ein Pferdestall, ein Schafstall und ein Schweinestall gehört. Ne? Jeder der eingebauten Höfe oder verbauten Höfe hat bereits fest installiert eine Kalkstation. Na, das könnt ihr so erkennen, wenn ihr hier dieses Symbol seht und das ist eine Kalkstation, das heißt hier in dieser Gegend rum ist ein Hof verbaut. Dasselbe auch hier unten, hier auch eine Kalkstation mit dem vorbereiteten Hof. Wie auch hier auch, dasselbe hier, also jeder Hof hat seine eigene Kalkstation. Eigentlich sehr praktisch, ja? Okay. So, gehen wir jetzt zu diesem, jetzt wo wir gerade da sind, gehen wir jetzt mal im Detail den Hof angucken, also die einzelnen Objekte angucken. Wir haben hier ein, jetzt schalte ich aufgrund dessen, weil es einfach praktisch ist, mal den HUD wieder ein. Also wir haben das Pharma 800 plus 1000er OBI.
Silo, das hier steht. Das ist hier fest in den Hof verbaut. Dann haben wir hier eine Halle für Schüttgut, also für Wurzelfrucht. Ein Lagerplatz für Wurzelfrucht, das heißt für Zuckerrüben. Eigentlich kannst du hier alles lagern, was du lagern willst, natürlich. Aber natürlich ist es schon gedacht für Zuckerrüben, Kartoffeln und so weiter. So. Also, wir haben hier genügend Unterstände. Wir haben hier ein Shed. Also, ihr seht, es ist sehr, nicht sehr großzügig gebaut. Natürlich, die Fläche ist begrenzt. Das heißt, ich daher meine Aussage von vorhin, dass hier wahrscheinlich der mittlere Traktor das Maximale ist, was hier manövrierbar ist. So. Wir haben hier die Ställe, die verbaut sind auf der Karte, sind gemoddet. Also das sind nicht die Standard-Belegschaftszahlen. Das sind also hier, in diesem Falle hier, ein großer Schafstall mit bis zu 500 Schafen. Ist auch so hier sichtbar, dass hier zwar kein Zaun mehr steht, aber definitiv, dass die Fläche dann ist, die vom Stall in Anspruch genommen wird. Hier werden natürlich wird die Wolle gespawnt. Dann haben wir hier den Feldweg, der quer durch den Hof geht. Okay, wir haben dann hinter dem Hof, hier gibt es eine Möglichkeit, eine weitere Erweiterung hinzuzukaufen. Das ist dann diese Erweiterung hier, die haben wir gehört, uns jetzt noch nicht. Das heißt, daher haben wir jetzt auch keinen Zugang zu. Aber scheint mir auch nochmal ein Schafstall zu sein. Okay, dann gehen wir mal in die andere Richtung des Hofs, also wir gehen mal hier hinten rum. Also hier in der Mitte auch zwei Hallen rund um das Silo rum gebaut. Das heißt, hier gibt es genügend Stellfläche für Maschinerie. Hier haben wir, so wenn ich das richtig sehe, hier den Pferdestall. 14 Stück passen hier rein. Hier die angesprochene Kalkstation und auch sehr schön, also wie das so gang und gäbe ist. Es sind hier diese Steinmauern hingebaut als Begrenzung der Hoffläche. Na, wie gesagt, hier ein weiterer Shed. Wunderbar. Hier auch nochmal viele Hallen, um Maschinerie zu parken. Dann haben wir hier das nächste Gebäude, also die nächste Tierzucht, die dazu gehört. Dann auch hier, das ist dann der Schweinestall mit 500 Stück Fassungsvermögen auch. Hier, wie gesagt, noch einmal eine Schüttguthalle. Also genügend Abstellflächen gibt es auch, die Möglichkeit eben das Silo zu verwenden. Hier sehr viele Unterstandsflächen sind hier auch vorhanden. Okay, dann gehen wir einmal weiter zum nächsten verbauten Hof. Und zwar war der in der südwestlichen Ecke der Karte. Auch hier werde ich jetzt den Fallschirm auslegen und schauen uns hier den Hof an. Hier gibt es sogar noch ein Fahrsilo, das hier verbaut worden ist. Natürlich habe ich jetzt hier das Farmland noch nicht gekauft, aber es ist ja klar erkennbar hier, das ist der Hühnerstall, der übrigens 900 Stück Federvieh passen kann. Hier gibt es noch ein kleiner optischer Glitch. Das ist also noch nicht ganz hundertprozentig gefixt hier. Also hier gibt es noch eine Vertiefung, die wahrscheinlich nicht zugedacht ist. Ja? Und hier haben wir dann, ich mache jetzt das auch mal hier so. Ich werde hier auch die Landflächen jetzt dazu kaufen.
damit wir nach das Ratespiel begrenzen können mit unserem Wissen oder dem, was wir sehen. So, also wie gesagt, hier, das ist der Hühnerstall mit 900 Stück. Dann haben wir hier mit großer Wahrscheinlichkeit nochmal einen Pferdestall. Der ist aber noch nicht jetzt dazugekommen, weil, glaube ich, der Pferdestall gehört zu dem Feld hier. Ist aber nicht so schlimm, ist ja sichtbar, dass es hier entweder ein Schaf- oder ein Pferdestallgehege ist. Also ich glaube, das ist eher der Schafstall. Ja, wunderbar. Okay. Geht's weiter mit dem Rundgang hier. Also wir haben, wie gesagt, hier die Hühner. Da gehen wir einmal hier hinten durch. Hier haben wir wieder die Hallen, die verbaut sind. Hier haben wir auch zwei Schildguthallen. Dann haben wir hier den Pferdestall. Ja, der ist definitiv hier. Das ist dann der Pferdestall. Die schon, wie schon angetönt, hier die Kalkstation, die zum Hof gehört. Hier noch Unterstellflächen, nochmal Hallen hier hinten. Und hier auch nochmal das Pharma 800 plus OBI 1000er Stilo. Okay, da gibt es schöne Herrschaftshäuser, die da hinten auch noch verbaut sind. Schön eingebaut in das Waldstück hier. Okay, da kommen wir hier zum nächsten Stall. Und zwar hier ganz klar sichtbar, das ist der Kuhstall mit Platz bis zu 500 Kühen. Aufgepasst, das ist nicht der mit dem Fütterungsroboter, sondern das ist der ganz normale große Kuhstall hier. Und hier die Einfahrt direkt zum Teil des Kuhstalls, ja? Okay. Genau, also wenn man dann dieses Feld hinzunimmt, da wird auch der Schafstall hinzugenommen und dasselbe hier mit dem Pferdestall. Also diese Weide hier ist direkt verbunden mit dem Pferdestall. Okay, wir gehen weiter zu dem nächsten verbauten Hof. Und dann lassen wir uns hier fallen. So, auch hier die Kalkstation. Das hier ist wieder ein Pferdestall, der hier verbaut ist. Dann zu diesem Hof gehört. Dann hier ein paar Unterstellhallen. Hier haben wir wieder den Hühnerstall. Ne, das ist falsch. Das ist nicht der Hühnerstall, sondern das ist der Schweinestall. Na, ich bin jetzt gerade am Zweifeln und deswegen machen wir das so, dass wir das kaufen. Ne, der Hühnerstall. Also ein Hühnerstall mit einer ziemlich großen Auslauffläche hier. Das ist der Pferdestall, wie schon gesagt. Hier die Kalkstation und hier zwei Hallen zum Werkzeuge unterstellen, Maschinerie, hier wieder das Silo, dasselbe wie bei den zwei anderen Höfen auch schon. Wieder Unterstellflächen hier. Und dann haben wir hier den Schafstall. Genau, 500 Stück hier gehen rein. Hier und dann nochmal Unterstellflächen. Ne? Okay. Okay, dann gehen wir weiter. Zum nächsten verbauten Hof, und zwar ist es, glaube ich, diese hier. Der ist dann auch der letzte oben im Nordwesten. Okay, wunderbar. Dann schauen wir uns hier auch noch mal rum. Also hier seht ihr sehr viele Hallen.
Schuppen zum Runterstellen von Maschinerie. Hier natürlich die Einfahrt dazu. Dann haben wir hier einen Misthaufen, weil das hier ein Schweinestall ist, der große. Die Kalkanlage, also die Kalkkaufstelle. Hier wieder dasselbe Silo wie auch schon. Dann haben wir hier einen kleinen Keil. Noch mehr Hallen hier. Dann haben wir hier den großen Kuhstall. Genau, der große Kuhstall. Auch hier, das ist nicht der mit dem Fütterungsroboter, sondern das ist der normal große. Und dann haben wir hier die Schweine, die hier zu Hause haben. Das ist das, was wir schon vorhin von der Seite angesehen haben. Das ist das hier, ja? Also zwei Misthaufen, wunderbar. Dann gehen wir mal ein bisschen ostwärts und kommen dann erstmal zu diesem, ich glaube mal in meinen Augen eher ein Ackerbaubetrieb, auch wenn diese Fläche sehr klein ist. Es ist eher klein, also auch hier wieder. Das Silo. Die Kalkstation. Hier der Feldweg, der zum Hof führt. Da haben wir hier eine Halle, wo verschiedene Sachen gelagert werden können. Okay, dann weitere Einstellhallen hier, Hallen zum Unterstellen von Arbeitsgeräten. Und dann ist es auch schon das Ende dieses Hofes hier. Daher, weil hier keine Tierzucht verbaut ist, gehe ich davon aus, dass es hier eher um einen Ackerbaubetrieb handelt. Oder es könnte ja auch ein Betrieb sein, der sich dann auch auf die Forstwirtschaft spezialisiert, weil wir hier gerade am, wie schon eingangs erwähnt, am Nordteil der Karte sehr viel Forstwirtschaftsgebiet zu finden ist. So, wir gehen wieder in die Lüfte. Ein bisschen weiter hoch. Das, also wie gesagt, hier der Hof, und das könnte natürlich sehr gut gebraucht werden, dieser Hof hier, um ein paar Felder zu bewirtschaften, aber auch natürlich die Forstwirtschaft zu bedienen. Okay, dann gehen wir hier Richtung Karteninnere und lassen uns mal in den wahrscheinlich größten Hof hier fallen, und zwar haben wir hier wieder das Silo. Aber hier eine Füllhalle, also eine Schüttguthalle. Ach, schau mal, dann haben wir hier die Collectibles gefunden. Wenn wir mal gucken, was das dieses Collectible hier bringt. Also 50.000, die sind alle vereint. Also hier könnt ihr nochmal 1 Million Startkapital hinzubringen, nehmen. Ja, alles klar, das sind diese Collectibles, die hier gefunden werden. Hier der zweite Teil der, also hier sind dann diese Collectibles. Und dahinter habe hier natürlich wieder einen großen Kuhstall, auch hier wieder ohne den Roboter. Dann haben wir hier ein Keilsilo. Hier etwas ein Unterstand für Gerätschaften. Dann kommen wir zurück um diesen Weg hier. Dann haben wir hier wieder noch mehr Hallen, noch mehr Hallen. Hier haben wir nochmal Schüttguthallen. Hier wieder noch ein Keil. Silo, dann haben wir hier einen Pferdestall, 14 Stück. Also dieser Hof ist sehr, sehr groß, also man hat viel Fläche, man hat einen Kuhstall, wenn ich mich irre, ist das genau, ist es glaube ich, sind das zwei Kuhställe hier,
schauen wir uns mal gleich mal in der Karte an, kaufen wir uns die Flächen zusammen, damit wir alles korrekt erwähnen. So, alles klar, dann kaufen wir diese Fläche und diese Fläche noch dazu. Das ist, glaube ich, die Fläche, nehmen wir die auch noch dazu, damit das alles komplett ist. Und dann schauen wir, wir haben hier den Pferdestall, wir haben einen Kuhstall, zwei Kuhstall und einen Hühnerstall direkt bei unserem Farmhaus. Und zwar, da gehen wir gleich mal hin, das ist dann hier, wo ein Farmhaus verbaut worden ist. Wie gesagt, hier ein Hühnerstall, Fassungsvermögen 900, hier sind wir vorhin schon durchgekommen. Hier sind die Kühe zu Hause, ja? Okay, dann gehen wir wieder in die Lüfte. Wunderbar. Und dann gehen wir ein bisschen, gehen wir mal Richtung BGA. Und lassen uns bei der BGA natürlich wieder fallen. Also, was ich bei der BGA rausgefunden habe, ist, dass hier, wenn du das Land nicht besitzt, auch keinen Zugriff auf die Verkaufspunkte oder so hast. Ne? Also, da muss wahrscheinlich noch ein bisschen was nachgebessert werden. Also, hier hat man da tatsächlich erst dann Zugang oder die Möglichkeit, hier etwas zu verkaufen, wenn die BGA besetzt ist oder in Besitz ist. Hier auch normalerweise haben wir hier das Symbol, um die Produktion zu kaufen. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen BGAs ist. Ich bin nicht unbedingt der BGA-Spezialist, aber ich denke, hier müsste auf jeden Fall noch was nachgebessert werden, weil wir können hier nichts verkaufen, es sei denn, wir sind im Besitz von diesem Landstück. Was wir jetzt sind, also teuer ist es nicht, es sind 82.000. Und dann plötzlich haben wir hier die Icons, die uns sagen, dass wir Zugriff zu BGA haben. Und hier auch direkt in die Produktion. Also das heißt, ich muss hier nicht erst noch kaufen. Na, das ist ähnlich gebaut oder ähnlich gemacht hier wie beim 19er, ne? Beim LS19. Nichtsdestotrotz hat man hier zwei große, die ganz großen Kaisilos für Silage, das Silage, und ja, das ist mal die BGA. Dann geht es wieder in die Lüfte und dann schauen wir jetzt uns im Detail mal die Karte noch an. Also auf der Karte können wir beobachten, dass dann quasi ein diagonaler Bereich auf der Karte quer durchgeht, wo alles Gras gepflanzt ist. Also das heißt, hier wir oben bei 53, also 51, 52, 53, 45, da geht es quer durch die Karte runter, wo überall immer wieder Grasflächen zu finden sind. Natürlich direkt um die Höfe darum auch. Weil es ja natürlich sehr auf die Viehzucht ausgelegt ist. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich kaufe jetzt mal die komplette Karte auf. So, ich habe jetzt mal die ganze Karte aufgekauft. Und wir können jetzt hier sehen, welche Produktionsstätten da sind, also was welcher Hof hat. Also wie gesagt, hier Kuhstall, Schweinestall. Da haben wir hier das Silo, was da dazu gehört, die Schneiderei, die da verbaut ist, die Ölmühle. Dann haben wir hier den Supermarkt. Dann haben wir einen Schafstall hier, das Silo, Tankstation, Pferdestall und Hühnerstall. Dann haben wir hier die Schreinerei, die Molkerei gerade nebenan da. Hier haben wir den Pferdestall groß. Dann haben wir zwei Kuhställe groß. Haben dasselbe Farmsilo wie überall. Dann haben wir den Hühnerstall und unser Farmhaus. Dann haben wir hier die BGA, die haben wir uns angeguckt. Dann haben wir Kuhstall hier, Schafstall, Hühnerstall, Schweinestall, Pferdestall. Also hier gibt es alle Tiere in diesem Hof hier. Gibt es alle Tiere, wieder dasselbe Silo, was standardmäßig verbaut worden ist. Da haben wir den Maypole Export
Service. Die Bäckerei ganz unten rechts im Südosten. Dann haben wir hier wieder Schafstall, Schafstall groß, Pferdestall groß, Kalkstation, das Silo und ein Schweinestall. Also hier fehlen die Hühner. Das ist aber natürlich so gewollt. Hier der Gesteinbrecher, hier ist der Grain Elevator, der Laden, der Händler. Daneben die Zuckerfabrik und natürlich die Tankstelle. Also hier die warme Stadt, das ist einer der Mitwirker der Karte gewesen. Dann haben wir hier Hodge's Gas Station, ist auch einer der Mithelfer, die mitgemacht haben beim Erstellen der Karte. Da haben wir den Viehhändler, den Moondog, also das ist der Stardog hier. So, das ist die Karte hier, die heute auf der Farming Simulator 22 Mods.com veröffentlicht worden ist. Ich muss sagen, die Karte ist sehr passend, sehr schön gemacht. Also ich finde die Teilbearbeitung, klar, die Texturen können noch ein bisschen verbessert werden. Die haben auch gesehen, dass es noch eine kleine Delle gibt in einem Hof. Aber ansonsten ist die Karte sehr schön, sehr stimmig gemacht. Es sind auch alle Produktionsstätten verbaut. Es ist nicht eine Karte, wo du selbst als Hofbauer auftrittst, sondern hier übernimmst du einen Hof und startest damit. Also das heißt, die Infrastruktur ist gegeben. Du füllst diese Infrastruktur mit Inhalt, das heißt mit Maschinerie, Tieren, und dann geht's los mit der Produktion. Ja, ich werde definitiv überlegen und werde das auch mit meinem Team besprechen, ob wir auf dieser Karte einen Multiplayer starten wollen. Es ist natürlich ein krasser Gegensatz zu der Big River Karte, ne? Das ist hier eine Einfachkarte, hier gedacht für den kleineren, vor allem kleineren oder wahrscheinlich vielleicht auch mittelgroßen Bauernbetrieb. Die Big River, die ich separat vorstellen werde, ist natürlich für den Großbetrieb gedacht, ne? Also definitiv eine 16-Fach-Karte ist nicht zu vergleichen mit dieser Karte hier, aber sehr stimmig gemacht. Also wir werden definitiv hier ein paar Wochen drauf spielen, schauen, wie sich die spielt, wo die Fehler sind. Wenn es Fehler gibt, werden wir die natürlich entsprechend melden. Ja, das ist mein Rundgang um diese Maple Farm in der Version 1.0 Map. Ganz herzlichen Dank an das Modding Team für das Erstellen dieser schönen Karte. Wird bestimmt Spaß machen, hier sich wirklich voll in die Viehzucht oder in die Viehhaltung einzuarbeiten, die entsprechende Maschinerie zu finden, gucken, welche Hofteile als erstes gebraucht werden und ja, wie man hier am besten dann den Weg in den Erfolg fährt. Ja, also hier definitiv eine Möglichkeit mit der Viehzucht. Ganz, ganz herzlichen Dank allen nochmal hier fürs Vorbeigucken. Wenn euch dieser Rundgang gefallen hat über diese Karte, dann bitte lasst mir doch ein Like da. Lasst mich wissen in den Kommentaren, was ich verbessern kann, was ihr von der Karte haltet. Und lasst doch auch euer Abo da, wenn ihr die nächste Map-Vorstellung nicht verpassen wollt. Ihr könnt auch oben rechts, hier könnt ihr den Link finden zu meiner ersten Map-Vorstellung, zu der Papenburger Map, die vor einigen Wochen herausgekommen ist. Wie gesagt, herzlichen Dank nochmal und ich wünsche euch Happy Farming!